Hallo zusammen. Also, heute werden wir ein Spiel spielen. Richtig oder falsch? Im Weltraum. Ihr kennt Stace, nicht wahr? Du warst schon länger nicht mehr mit im Vlog. Ja. Also, erzähl mal, was führt dich heute in den Vlog, Miss Roberts? Nun, wir hatten das Thema Weltraum in der Schule und wir haben diskutiert, was man für eine Kolonie auf dem Mars bräuchte. Wir haben gelernt, was Menschen tun müssten, um im Weltraum leben zu können. Auch welche Berufe man braucht, um eine ganze Stadt auf einem fernen Planeten zu errichten. So, darum soll es in meinem richtig oder falsch gehen. Okay, Stace, wie lauten die Regeln? Also, ich werde euch Fragen über Dinge stellen, die man im Weltraum tun kann. Und okay. Ihr sagt dann, naja, richtig oder falsch? Oh, das scheint ja recht einfach zu sein. Richtig oder falsch? Wir brauchen Modedesigner im Weltraum. Falsch. Das ist falsch. Ich denke, das ist falsch. Es ist richtig. Bauen wir uns auf dem Mars oder einem anderen Planeten etwas auf, brauchen wir neben Arbeitskleidung auch etwas für die Freizeit. Outfits, die für den Weltraum geeignet sind, aber auch unseren persönlichen Stil ausdrücken. Ah, gutes Argument. Mhm. Weiter. Gut. Richtig oder falsch? Im Weltraum gibt es nur gefriergetrocknete Nahrung. Richtig. Und zwar, weil die Nahrung dadurch leichter ist, weniger Platz braucht und besser gelagert werden kann. Falsch! Wir lernen, eigene Nahrung auf dem Mars anzubauen. Wir brauchen also Bauern, Köche und Ernährungswissenschaftler für viele leckere und ausgewogene Arten von Frühstück. Ach, nur Frühstück? Ich liebe Frühstück. Ja, das liebst du wirklich. Richtig oder falsch? Auf dem Mars kann man nur in einem Raumschiff oder in einem speziellen Weltraumzelt leben. Weltraumzelt? Das hat sie sich definitiv ausgedacht. Gib es zu. Ja, habe ich. Ja? Ausgedacht. Aber wir brauchen Designer und Architekten, die Gebäude entwerfen, in denen wir dann wohnen können. Ja, natürlich. Mhm. Und jetzt die letzte Frage. Richtig oder falsch? Wir brauchen Vlogger. Weltraum-Vlogger? Ich meine, das klingt cool. Aber ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Also sage ich falsch. Nein, richtig. Was? Wir werden Leute brauchen, die Filme fürs Internet oder auch fürs Fernsehen machen, um die Leute über coole Weltraumdinge informieren zu können. Und wenn wir uns auf dem Mars ansiedeln, wird man die Geschichten der Leute von dort hören wollen. Wow, das ergibt wirklich Sinn. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, welche Berufe man im Weltraum noch ausüben könnte, außer den offensichtlichen wie Astronaut oder Wissenschaftler. Oh, die braucht man weiterhin, plus Ingenieure und die anderen coolen Berufe, um uns ins All zu bringen. Doch sobald wir da sind, siedeln wir uns dort an. Unbedingt. Unbedingt. Ich danke dir, Stacy. Und danke an euch, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Space. Wirklich clever. Das ist mir gerade eingefallen. Großartig. Gerade eingefallen? Großartig. Na gut, bereit? Space. Space.